This is Pearl TV. Weiter geht es jetzt hier bei Pearl TV mit den Breaking News. Und Sie kennen das bestimmt auch, es wird jetzt immer kälter von Tag zu Tag. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach, ob ich nicht mal meine Heizung anschalte. Ja, aber was macht man denn dann, wenn man den ganzen Tag da ist? Dann läuft die ja auf Dauerbetrieb und das sind Kosten, die momentan ja durch die Decke gehen. Geht Ihnen bestimmt ganz genauso, also haben wir hier die perfekte Lösung. Ja, frieren ist definitiv keine Lösung. Nein. Natürlich schalten wir die Heizung ein. Und das jetzt schon in den Herbst hinein. Aber warten Sie mal ab, wenn wir mal November, Dezember kriegen, Temperaturen um die 0 Grad. Natürlich macht man zu Hause die Heizung an. Hat auch ein bisschen was mit Lebensqualität zu tun. Und Lebensqualität ist für mich nicht das Tragen von dicken Socken oder zwei Pullovern übereinander oder das dauernde Kauern unter einer Decke. Deswegen macht es Sinn, ganz einfach intelligent zu heizen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben doch alle in den letzten Jahren doch überwiegend mal so den Heizkörper über den klassischen Thermostat auf 3 oder auf 4 gehabt. Ja. Ja, und aus Bequemlichkeitsgründen, wenn man nicht dauernd Lust hat, hinter das Sofa zu krabbeln oder in der Küche dauernd rauf und runter zu drehen oder was, ist der Heizkörper auch auf Stufe 3 oder 4 gelaufen. Auch dann, wenn wir nicht zu Hause waren. Ja, das wird bei dem einen oder anderen bei Ihnen zu Hause so gewesen sein. Bei mir war es definitiv der Fall. In diesem Jahr kann man sich diesen Luxus wahrscheinlich nicht mehr unbedingt leisten oder will ihn sich gar nicht unbedingt leisten. Und deswegen machen programmierbare Heizkörperthermostate ohne weiteres Sinn. Und das, was wir Ihnen jetzt anbieten können, in wenigen Tagen wieder lieferbar, sind WLAN-gesteuerte Heizkörperthermostate. Und ich hoffe, Sie können das einigermaßen erkennen, wenn ich hier dran drehe. Haben Sie nämlich hier den Vorteil, dass Sie hier Ihre Wunschtemperatur automatisch einstellen können. Und das finde ich vom Design her außergewöhnlich schön, hier alleine diesen Thermostat zu haben. Sind also vom Design meines Erachtens her mit die schönsten Thermostate, die wir haben. Wenn ich mir jetzt hier mal im Vergleich dazu mal einen alten Thermostat anschaue, dann werden sich viele wahrscheinlich von zu Hause wiederfinden. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich persönlich habe nie wirklich sagen können, welche Temperatur habe ich denn jetzt eigentlich im Raum, wenn ich so einen Heizkörperthermostat auf Stufe 3 aufgedreht habe. Hier mit diesem Gerät können Sie ganz genau anwählen und sagen, ich möchte exakt 21,5 oder 22 Grad Celsius haben. Und dieser Thermostat regelt die Leistung des Heizkörpers in dem Raum, wo Sie ihn angebracht haben, auf exakt diese Temperatur. Und so könnte man dann theoretisch gesehen auch hingehen und von mir aus auf 20 oder 19 Grad runterregeln. Was man meines Erachtens aber speziell bei diesem Modell dann irgendwann gar nicht mehr braucht. Denn Sie können diesen Heizkörper auch so programmieren und deswegen sind Sie auch so unglaublich beliebt bei unseren Kunden, dass Sie nur dann heizen oder dass Sie dem Heizkörper den Befehl geben zu heizen, dann, wenn Sie im Raum sind. Nehmen wir an, man hält sich morgens in der Zeit von 7 Uhr bis um 9 Uhr im Wohnzimmer auf, dann geht man arbeiten, ist unterwegs und kommt um 16 Uhr dann wieder zurück und ist dann von mir aus bis um 10 Uhr abends in diesem Wohnraum. Dann kann man diesen Heizkörperthermostat so programmieren, dass die Heizung in dem Moment, wo man sich im Raum aufhält, nämlich von 7 bis 8 und dann von 16 von mir aus bis 22 Uhr exakt auf 22 Grad heizt, in dem restlichen Zeitraum kann der Heizkörper natürlich deutlich geringer seine Leistung abgeben, denn wir brauchen ja nicht zu heizen, wir sind ja gar nicht da. Normalerweise müssten wir, um das zu tun, jedes Mal von einem Raum zum anderen und müssten diesen blöden Heizkörperthermostat, den wir jetzt aktuell da haben, runterdrehen und wenn wir wieder reinkommen, raufdrehen und bis die Heizung natürlich dann auf entsprechender Temperatur ist, dauert das so seine Zeit. Wir sehen hier gerade mal, wie einfach es ist, einen solchen Heizkörperthermostat auszutauschen. Wir sehen das hier gerade im Film, ich möchte Ihnen das gleich gerne auch mal live hier bei uns im Studio demonstrieren. Und dann haben Sie Ihre Einstellungsmöglichkeiten. Entweder clever gemacht über einen Zeitschaltplan und du kannst speziell bei diesem Modell bis zu 9 verschiedene Heizphasen über den Tag verteilt einstellen. Klingt kompliziert, ist eine Sache, die auch ehrlich gesagt ein 3-4-Jähriger locker hinbekommen würde. Natürlich hast du hier also auch direkt am Gerät selber, an diesem praktischen Drehregler, die Möglichkeit, deine Wunschtemperatur sofort einzustellen. Und sollte es mal so sein, dass du eine Heizphase eingestellt hast, um bei dem Beispiel zu bleiben, ab 16 Uhr auf 22 Grad und du merkst jetzt, ich bin mal eine Stunde oder zwei vorher zu Hause, ich komme schon um 14 Uhr nach Hause und nicht erst um 16 Uhr, könntest du jetzt hier mit der passenden App, weil alle Thermostate, die hier im Set inbegriffen sind, direkt in dein WLAN zu Hause integriert sind, von unterwegs den Heizkörper auf Wunschtemperatur bringen. Das heißt, bevor du im Büro oder von mir aus auch woanders losfährst, gibst kurz in die App rein, sagst bitte jetzt heizen auf 22 Grad und wenn sie zu Hause ankommen, ist der Heizkörper dann auf Temperatur. Das ist cleveres Heizen, das wird uns in diesem Winter sehr, sehr viel Geld ersparen. Auf jeden Fall, das ist richtig clever, deshalb greifen Sie jetzt hierzu mit unserem 5er-Set Heizkörperthermostate und das ist einfach richtig praktisch. Du hast es gesagt, vielleicht ist man unterwegs und dann muss die Heizung ja nicht den ganzen Tag zu Hause auf voller Leistung
Leistung laufen. Man weiß ja auch gar nicht, wie warm es dann genau ist. Aber hiermit sehen Sie aufs Grad genau, wie warm es ist. Und ich finde, die sind auch noch sehr, sehr schick. Das kommt, das stimmt. Vom Design her spitze. Ja. Wir haben es gerade im Film gesehen. Ich hatte Ihnen versprochen, wir zeigen Ihnen das auch mal hier im Studio. Das sind die klassischen Heizkörperthermostate, von denen ich behaupte, dass sie rund 80% der Deutschen wahrscheinlich zu Hause im Wohnzimmer haben. Eine Regelung von 1 bis 5. Man schätzt immer so, und es gibt bei diesen Thermostaten eigentlich nur zu kalt oder zu warm. Ja, und vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht mal unterwegs ist, vergisst man die Dinge abzudrehen und dann bollert der Heizkörper und er bollert und er bollert und er bollert und das kostet richtig gutes Geld. Ganz einfach hingehen und entweder mit den Fingern abdrehen, wenn er vielleicht ein bisschen festgebackener ist. Dann nehmen Sie vielleicht eine Rohrzange zur Hilfe. Das Schöne ist, auch diese Modelle jetzt hier, also auch unsere programmierbaren Heizkörperthermostate, unsere WLAN-gestützten Heizkörperthermostate, haben diesen tollen Metallring. Also kein Kunststoff, das bedeutet hier, dass wenn man mal zu fest zudreht, gehen die nicht gleich kaputt. Den einfach aufsetzen, gucken, dass das Gewinde packt. Jawohl, so haben wir ihn. Kann man das jetzt ganz einfach im laufenden Betrieb anschrauben? Und darauf wollte ich hinaus. Nein, kommt kein Wasser. Grundsätzlich, du müsstest auf der anderen Seite dieses Ventil öffnen, damit da Wasser rauskommt. Okay. Das bedeutet, hier können Sie diesen ollen Thermostat, den Sie normalerweise dran haben, im laufenden Betrieb, auch wenn die Heizung eingeschaltet ist und auf volle Pulle geht, ohne weiteres abdrehen, weil wir hier ein Sicherungsventil drin haben und den neuen Thermostat draufdrehen. Den hier, den packen Sie sich dann bitte mal von Ihren Heizkörpern zu Hause mal irgendwo in eine Kiste. Wenn Sie irgendwann mal ausziehen oder sowas, nehmen Sie Ihre modernen Thermostate ganz einfach mit. Die können Sie immer wieder einsetzen, also auch mal an anderer Stelle. Und jetzt können Sie entweder hier direkt am Thermostat selber Ihre Wunschtemperatur einstellen oder noch einfacher logischerweise und das ganz bequem vom Sofa aus, natürlich hier über die passende App, ganz einfach hier Ihre Heizphasen oder Ihre Wunschtemperatur für den jeweiligen Heizkörper im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Badezimmer, in der Küche ganz einfach programmieren. Das ist also wirklich kein Hexenwerk. Weder der Einbau noch die Programmierung eines solchen Thermostats ist ein Hexenwerk. Es geht denkbar einfach und es wird Ihnen in diesem Winter, und ich glaube, da werden wir alle noch unser blaues Wunder erleben, sehr, sehr viel Geld sparen. Und ich denke, das ist einfach clever, nicht nur für diesen Winter, selbst wenn mal irgendwann die Preise auch wieder fallen sollten, ist es, glaube ich, grundsätzlich eine gute Möglichkeit, auch hier ein bisschen was an Geld zu sparen, weil man hier ganz einfach clever und intelligent heizt. Und deswegen sind solche Thermostate momentan sehr stark nachgefragt. Ja, äußerst clever, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, denn die Heizung muss nicht den ganzen Tag laufen, wenn man nicht da ist. Aber natürlich möchte man auch nicht frieren, wenn man wieder nach Hause kommt. Hiermit haben Sie die praktische und perfekte Lösung. Das 5er-Set bestellen Sie mit der NX 4917 und der 569 und damit sichern Sie sich den TV-Sonderpreis von 227,99 €. Also auch der Preis finde ich der absolute Wahnsinn, weil damit spart man einfach enorm und den Preis hat man auf jeden Fall irgendwann wieder raus. Definitiv. Also bei den Heizpreisen in diesem Jahr wird sich so ein Set sehr, sehr schnell amortisiert haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Gerade in vielen Talkshows und so weiter oder vielen Ratgebersendungen werden speziell diese Art von Thermostat momentan sehr, sehr angepriesen. Natürlich laufen die Geräte mit Batterie. Ich nehme es mal gerade auseinander. Es ist ganz einfach die Haube abdrehen, dann haben Sie das komplette Innenleben. Da kommen zwei Batterien rein. Damit Sie ausreichend Batterien zur Verfügung haben, möchten wir Ihnen hier ein praktisches 20er Sparset quasi mit dazu anbieten. Das ist genau die Variante, die hier reingehört. Das sind die Doppel-A-Batterien. Und ich denke, allein mit diesem Set kriegen Sie Ihre Heizkörper schon super ausgestattet. Aber mal einen ordentlichen Vorrat an Batterien zu Hause zu haben, ist, glaube ich, gerade jetzt in die Winterzeit immer mal eine ganz gute Idee. Auch die ganzen LED-Lichterkerzen, die LED-Kerzen im Allgemeinen oder mal die ein oder andere Beleuchtung, Spielzeug, elektronisches Gerät braucht immer wieder mal Batterie. Also insofern greifen Sie da bitte zu. Ja, 20 Stück Doppel-A-Batterien bekommen Sie hier für 7,59 €. Die Bestellnummer ist die PX1569 und die 569. Und Batterien braucht man doch immer zu Hause. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es Sonntag ist und die Batterien sind leer. Da muss man zur Tankstelle und da sind sie auf jeden Fall deutlich teurer. Deshalb nutzen Sie jetzt die Möglichkeit und am besten vielleicht einfach auch mit dem 5er-Set Heizkörperthermostate gleich mitbestellen, weil das ist richtig clever und dann können Sie schon in wenigen Tagen loslegen. Ja. Wie viel Grad hätten die Damen denn gerne? Ich bin jetzt bei 24, reicht das? Oh ja, das ist angenehm. 24 Grad Celsius, exakt auf Temperatur gebracht, direkt am Thermostat selber. Noch komfortabler hätte ich es gehabt, wenn ich es ganz einfach am Handy mache. Und hier im praktischen 5er-Set ist das Sparpotenzial enorm. Nutzen Sie die Möglichkeit aus. In wenigen Tagen ist das Set wieder lieferbar und dann können Sie in aller Ruhe einstellen.